Jamie Foxx ist wahnsinnig charismatisch. Manche glauben sogar, dass er bloß ein überdurchschnittlicher Comedian ist, weil er Witze wie diesen hier reißt. Während er von Zeit zu Zeit körperlichen Humor verwendet, ist Jamie ein spannender Storyteller und ein überragender Gesprächspartner. Er kann sogar eine Konversation führen, indem er die meiste Zeit bloß zuhört. Deshalb zählen wir heute einige von Jamies Gewohnheiten auf, die dich witziger, anziehender und zu einem gemochten Zuhörer machen. Wenn du auch nur eine der drei Dinge umsetzen kannst, wirst du damit schon ein gutes Stück beliebter. Die erste Sache, die Jamie in den meisten Konversationen sofort etabliert, ist eine spielerische Stimmung. Als ein Beispiel, die meisten Gäste bei Jimmy Kimmel Live laufen bloß rein, winken den Zuschauern und setzen sich hin. Jamie stattdessen kommt mit viel Elan rein, macht komische Bewegungen und bringt die Zuschauer dazu, eine Welle zu machen. The wave has dissipated over the years. The lady in the front said, come on. Yeah. Come on, Jamie, give me some of that. Das soll nicht heißen, dass du bei jeder Party die anderen dazu bringen sollst, eine Welle zu machen. Aber die meisten betreten Meetings oder soziale Events nervös und deshalb verhalten sie sich dann eher still und verwenden kaum Körpersprache. Und dann ist es für sie schwierig, einen guten Eindruck bei einer Person zu hinterlassen, die sie beeindrucken wollen. Wenn du stattdessen vom ersten Moment an mit viel Energie und etwas lauter hereinkommst, wirst du bemerken, dass es viel leichter ist, ein soziales Momentum aufzubauen und dich gut zu präsentieren. Wenn du in kleinen Schritten damit beginnen möchtest, dann beginn damit, jedes Mal zu lächeln, wenn du einen Raum betrittst. Aber zwinge dich nicht, dauernd Albernheiten anzustellen. Dass Jamie so charismatisch ist, liegt nämlich auch daran, dass er im geeigneten Moment unverstellt sein kann. How are you doing? How's your life going? Yeah, how are you doing? I'm doing well, thank you. I know I'm breaking protocol, but I saw something about you and your kid. It was fantastic. I said, when I see you in person. Oh, thank you. Sobald Jamie bemerkt, dass in diesem Moment ein unverstellter Auftritt angebracht ist und Jimmy verstanden hat, dass er ernst ist, wechselt er zurück und reißt Witze. Ein schneller Weg, mit dem Jamie andere leicht zum Lachen bringt, ist, indem er selbstironisch ist. Schau dir zum Beispiel seine Reaktion an, als Ellen einen Clip zeigt, bei dem er Klimmzüge macht. Because you know, brothers don't do legs. Really? No. Like, we're big at the top and sort of small at the butt. Like, I could beat you up, but I can't chase you. Bemerke allerdings, dass obwohl er sich über sich selbst lustig macht, es ihm nichts ausmacht. Es macht ihm einfach nichts aus, kurze Beine zu haben. Hier ist ein weiteres Beispiel, bei dem er über NBA-Spieler Draymond Green redet. I ran into Draymond Green, come on, man. Yeah, right. In he's the back. Yeah, he's going to be like, mad when he hears all of this. Give me like, why cry for me? I said, what's up, Draymond? He said, what's up, Fox? How you feeling? Es ist nichts Sonderliches, kleiner als ein NBA-Spieler zu sein. Das heißt, er macht sich über sich selbst lustig, ohne ihm dabei zu schaden. Worüber du dich lustig machen kannst und worüber nicht, ist subjektiv und hängt davon ab, bei welchen Themen du dich komfortabel fühlst. Zum Beispiel fühlen sich eine Menge Menschen unwohl darüber, außer Form zu sein. Aber selbst wenn Jamie nicht in Topform ist, hat er keine Probleme, den folgenden Witz zu reißen. You got the body right. You didn't do like me. Like, I have a spank on right now. See, you didn't spank it out. See, this is all spank. Those are muscles. Sich derart über sich selbst lustig zu machen, bringt andere zum Lachen und zeigt Selbstbewusstsein. Aber selbst wenn du den Witz begonnen hast, wenn andere über etwas lachen, bei dem du dich unsicher fühlst, könnte es dich kränken. Und es lädt andere ein, weitere Witze darüber zu machen. Eine weitere Sache, in der Jamie sehr gut ist, ist Storytelling. Er ist fähig, fesselnde Stories zu erzählen, die einen zum Lachen bringen oder emotional mitreißen. Eine Sache, die man dabei bemerkt, ist, dass Jamie einen durch seine Erfahrung hindurchführt. Und das macht er folgendermaßen. Er erzählt in Gegenwartsform und verstellt seine Stimme. Schau dir zum Beispiel an, wie er über einen Dreh mit Tom Cruise berichtet. Tom Cruise reads his line, but it was like this. So I thought he lost his place. Because I couldn't hear him. So I said, we right here. He says, I know, I said the line, I'm waiting on you. I'm like, oh. Und er hat wieder auf seine Kosten die Situation übertrieben dargestellt, um ein Lachen zu bekommen. Außerdem erzählt Jamie mit einem Grinsen im Gesicht, was anderen signalisiert, dass es gleich lustig wird. Das und lauter Reden sorgen für ein stärkeres Lachen. Achte auf die Gegenwartsform, die Verstellung der Stimme und ein Grinsen. Like, you know, I'm 49, so I was DJing at this,
at this club, and these girls was by the DJ booth, and they were just so young. Like, I said, well, how old are you? Like, I'm 22. Well, how old are you? I'm 23. And, oh my gosh, she's ancient. She's 27. I'm like, wow, yeah. Bemerke auch, wie vor der Punchline kurz pausiert. And, I said, and the girl asked me how old I was. 49. Oh my God. Can't you die from 49? Let's pray, he has 49. Diese fünf Dinge machen den Großteil von Jamies Witzen lustig. Fokussiere dich am besten auf ein oder zwei dieser Punkte und übe sie, und deine Stories werden sofort lustiger rüberkommen. Jamie verwendet Pausen sogar umso mehr, wenn er etwas Ernstes erzählt. Dabei verwendet er eine Pause vor Cliffhangern. Manchmal dauert die Pause nur eine halbe Sekunde, aber das steigert bereits die Spannung. Wie zum Beispiel hier. Because when we were nominated for the Oscars, die meisten pausieren am Ende eines Satzes. Doch Jamie macht das ganz klar in der Mitte. Das sorgt für die menschliche Neugierde, wissen zu wollen, wie es endet. Hier ist ein längeres Beispiel, bei dem Jamie erzählt, wie stark es war, Michael Jordan bei seiner Rede in Just Mercy zuzuhören. You finished that speech, and what you didn't see behind you was... Siehst du, bist du nicht auch ein bisschen neugierig, wie es weitergeht? The extras in this courtroom gave you a standing ovation. Die Angst, die Leute vor einer Pause haben, ist, dass sie dann unterbrochen werden könnten. Aber dafür gibt es eine Lösung. Schau dir in dem nächsten Clip an, wie Jamie seine Hand verwendet, um zu signalisieren, dass er während seiner Pause noch nicht fertig ist. Als Kontext, er redet darüber, wie es für ihn war, als sein Vater zu 7 Jahren Haft verurteilt wurde. I said, I told my pops, I can't come see you. Wenn du deine Handgeste während der Pause beibehältst, signalisierst du, dass du nicht fertig bist. But I wrote him a letter. I said, hey, you know, things have gotten good for me. When you get out, I'll save your life. Also, wenn du eine Pause machst, behalte deine Handgeste währenddessen bei. Soweit haben wir darüber geredet, was Jamie zu einem hervorragenden Redner macht. Aber es gibt noch die andere Seite. Jamie ist ein geschätzter Zuhörer. Andere mögen es, mit ihm zu reden, weil er so gut zuhört. Dabei folgt er den simplen Regeln, Augenkontakt zu halten und den Körper auf dich auszurichten. Aber es gibt noch etwas, das sehr gut ankommt. Er stellt erzähl mehr darüber Fragen, wie zum Beispiel hier. In front of and behind the camera. You were absolutely amazing. Talk about the birth of Just Mercy. How did that come about? Michael redete anschließend 4 Minuten lang darüber. Es gibt ein paar Regeln, die dafür sorgen, dass andere dir gerne etwas erzählen. Bring sie dazu, über etwas zu reden, das sie begeistert oder über das sie stolz sind. Am besten über Dinge, die sie nicht so oft gefragt werden. Und dann stell eine Erzähl mehr darüber Frage, um eine tiefere Antwort zu erhalten. Das verwendet Jamie häufiger. Talk about what it means to be positive to everybody. But talk about the significance of the why. Eine Konversation kann sich gestellt anfühlen, wenn du eine Menge Fragen stellst, die mit einem Wort beantwortet werden können. Verwende stattdessen offene Fragen, besonders solche, die andere dazu bringen, eine lange Antwort über etwas zu geben, das sie begeistert. Ich hoffe, dir haben diese Tipps geholfen, und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten.